Danke, Friedrich. Also ich finde toll, also vor allen Dingen halt auch die Leute, die hier alle sind und dass die alle so musikbegeistert sind und dass man hier ja, hinkommt und alle sind auch sehr offen und so. Man kann hier Klavier üben, man hat sehr viel Platz, schöne Zimmer. Das ist auch schon der Eindruck, so richtig groß und großes Orchester, große Bühne, viele Zuschauer, das hat schon was. Das Landesjugendorchester Schleswig-Holstein wurde gegründet, um Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, in einem großen Orchester zusammen mit Gleichgesinnten die große Orchesterliteratur zu spielen. Da müsst ihr aufpassen. Macht's von mir aus gerne so, klingt schön, aber seid pünktlich auf der 1 und... Ja. Eine Arbeitsphase ist in der Regel so aufgebaut, dass zu Beginn Sektionsproben erfolgen, wo die Jugendlichen mit erfahrenen Orchestermusikern aus den Berufsorchestern hier im Lande oder Professoren der Musikhochschulen die Werke erarbeiten in den einzelnen Stimmengruppen. Und dann wird es in den Tutti-Proben in den nächsten Tagen zusammengesetzt, bevor dann ganz am Ende der Arbeitsphase die Abschlusskonzerte erfolgen. Am Anfang ist es halt so, wenn man hierher kommt, dass das wirklich dann noch nicht das Stück eigentlich da ist. Und das entwickelt sich immer mehr mit der Zeit und dann fangen die Tutti-Proben an. Eine ganz besondere Erfahrung, mal eine Uraufführung zu spielen, wo man auch vorher überhaupt nicht weiß, wie klingt das. Also als ich mir die Stimme angeguckt habe, habe ich gedacht, oh, und rhythmisch und so, das ist ganz schön heikel. Gerade die neuen Dinge, die ich da habe mitbringen dürfen, sind alles andere als alltäglich. Und es gefordert doch eine große Offenheit, eine große Begeisterung, etwas Neues gestalten zu wollen, sich mit diesen Dingen dann bis ins Letzte auseinanderzusetzen. Da gibt es einige Stellen, das ist ein Klassik. Und auf dem nächsten Takt ist dann schon wieder Jazz und das ist echt cool. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt sein, was natürlich auch gut ist, damit man konzentriert ist. Deshalb sind natürlich die letzten Proben dann irgendwie, dann ist natürlich die Spannung geballt und man wartet auf das Konzert und hofft, dass alles gut wird. Wir fangen an in 166 und fangen, ja, das bis Ziffer 14 vom zweiten Satz. Großes Kompliment. Leute sehr, sehr konzentriert, sehr diszipliniert und auf hohem Niveau. Bin also sehr froh, dass ich die Premiere und die Uraufführung dieser Komposition mit diesem Orchester machen darf. Jetzt wird gerockt.
Wahnsinn, Wahnsinn. Völlig begeistert. Es ist unglaublich, dass die Jugendlichen das in einer Woche oder in einer Arbeitsphase haben einstudieren können. Die sitzen auf der Vorderkante des Stuhls und man merkt, mit was für einer Power und für einer Lust sie spielen. Und gerade nach so einer Woche, wo sie auch sowas erarbeitet haben, ist das ja so ein Ziel, wo die hingearbeitet haben. Und das ist, kommt einfach immer besonders rüber. Es war schon vorher ziemlich Herzklopfen, ob das jetzt alles klappt und so mit den Soli und oh. Aber ich bin sehr zufrieden jetzt. Großartig, ich bin sprachlos. Eigentlich kein Jazz-Fan, aber das springt einen ja direkt an. Mit welcher Begeisterung so die jungen Leute dabei sind, das ist ja wirklich fantastisch. Also ich fand es mega geil und das war ein echtes Erlebnis. Ja, ich spiele Cello, ich will da auch nächstes Jahr mitmachen. Da muss ich vorspielen. Meine Schwester spielte schon Geige. Ja, freue ich mich schon sehr. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht. Das ist echt super, tolles Gefühl. Ja, ich fand es sensationell. Ja, einfach beeindruckend, was da möglich ist mit den Instrumenten und der Kraft. Das ist ansteckend.